Star Citizen Hintergrund. Mehr Informationen zur Technik, zur Community und der Entwicklung von Star Citizen. Heute geht es um das Pyro-System. Da schauen wir uns mal an, ob das System wirklich überhaupt so realisierbar ist, wie es einst erdacht wurde im Jahr 2014, als wir den ersten Galactic Guide dazu lesen durften, beziehungsweise im Jahr 2016, als uns Sherry Hyberg im Rahmen eines Loremakers to the Galaxy das Pyro-System vorstellte. Diese beiden Informationen stelle ich gegenüber. Und zwar der CitizenCon-Präsentation, das heißt, was war geplant, was wird heute eigentlich umgesetzt und was bedeutet das für die Zukunft? Ja, das schauen wir uns an und dann gibt es natürlich jede Menge Hintergrundinformationen, denn wir schauen uns auch mal an, was ist Pyro eigentlich für ein Stern, für eine Sonne, ein Hauptreihenfolge-Flare-M-Stern in einer verlängerten Nova-Phase, heißt es in der Lore. Und da gucken wir uns doch einfach mal an, was ist das überhaupt? Ein Flare-Stern, ein M-Klasse-Stern, eine Nova, ein Hauptreihenfolge-Stern und passt das überhaupt alles so zu Pyro? Und dann gibt es natürlich auch noch technische Hintergrundinformationen, um besser zu verstehen, was CRG hier eigentlich gerade technisch entwickelt, für Herausforderungen begegnet. Das ganze Video wird sehr umfangreich werden, insofern habt ein Heißgetränk eurer Wahl am Start. Und dann wünsche ich euch mit diesem Video viel Spaß. Das Pyro-System ist das nächste System nach Stanton, was ins Spiel Star Citizen kommen wird. Sobald die technischen Gegebenheiten vorhanden sind, das heißt das Persistent Entity Streaming, was jetzt mit Alpha 3.18 dann realisiert wird und darüber hinausgehend irgendwann mit Alpha 4.0 dann die erste Iteration des dann vermutlich statischen Server Meshings online geht und dann überhaupt auch erst es realisierbar sein wird, mehrere Systeme im Spiel zu haben. Um gleich einen ersten Eindruck zu geben, mit was wir es hier zu tun haben. Das Pyro-System hat einen Durchmesser von 13 astronomischen Einheiten. Eine astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne, entsprechend der großen Halbachse der ellipsenförmigen Erdbahn und ist somit festgelegt auf exakt 149.597.870 Kilometer. Stanton hat einen Durchmesser von 5 astronomischen Einheiten. Und das dauert ja schon relativ lange, wenn ihr euch eine Aurora nehmt und damit einmal quer durch Stanton fliegt. Das dauert schon ein wenig. Wie genau, weiß ich gar nicht, aber ihr seid locker eine halbe Stunde unterwegs. Pyro ist mit 13 astronomischen Einheiten 2,5-mal so groß wie Stanton. Und dann kriegen wir ein Verständnis dafür, wie groß dieses System eigentlich ist. Einleitend erklärt, das Pyro-System ist ein trostloses, lebloses Sternensystem, das durch eine lang anhaltende Nova-Phase verkrüppelt ist. So sagt es uns die Lore und Galactapedia. Es ist die Heimat des Piraten-Außenpostens Ruin Station, der Ruinenstation. Das System wurde erstmals im Jahr 2493 besucht, 24 Jahre nachdem der erste Reisende dort etwas vermutete. Die Arena Commander Karte Dying Star befindet sich zwischen Pyro 1 und Pyro 2. Die Sonne von Pyro ging in eine lang anhaltende Nova-Phase über, lange bevor die Menschheit nach den Sternen griff. Und es ist wenig über die ursprüngliche Konstellation des Systems bekannt. 6 ausgebrannte Planeten sind übrig geblieben, von denen keiner Leben beherbergen kann. Jeder Planet des Systems befindet sich in einem anderen Stadium des Zerfalls. Jedes unzureichend abgeschirmte Raumschiff wird beim Transit durch das System Restschäden von Pyros Sonne davontragen. Wir lernen also, Pyro ist ein äußerst lebensfeindliches System. Dennoch ist es strategisch nicht unwichtig. Es gibt 7 Sprungpunkte, Sprungtore in andere Systeme, was ausgesprochen viel ist. Es gibt Sprungtore nach Hadrian, Terra, Oso, Kano, Stanton, Nyx und Kestra.
Schauen wir uns also an, was der Galactic Guide zum Pyro-System am 6.5.2014, was ja inzwischen schon 8 Jahre her ist, äußerte. Wenn Spider das Gesicht der Piraterie in der Galaxis ist, dann ist Pyro zweifellos das schlagende Herz. Das ansonsten trostlose, leblose Sternensystem, das durch einen Flare-Stern verkrüppelt wurde, ist vor allem die Heimat des gemeinsamen Piraten-Außenpostens Ruin Station. Wie Spider ist auch Pyro ein Fall von Piraten, die eine Lücke füllen und ausbauen, die entstanden ist, als das System von den zivilisierten Entwicklern aufgegeben wurde. Im Gegensatz zu Spider hat sich auf Pyros Station kein geordnetes System des Schwarzmarkthandels etabliert. Stattdessen kämpfen gegnerische Gruppen ständig um die Kontrolle. Das Pyro-System besteht aus 6 Welten, die von einem veränderlichen Typ M-Hauptreihenstern mit unvorhersehbaren Sonneneruptionen als Geiseln gehalten werden. Dieser Flare-Stern hat jede Chance auf die Entwicklung von Leben in diesem System verhindert. Neugierige Astrobiologen untersuchten sogar die Planeten in Pyros fluktuierendem grünen Band und fanden bisher keine Hinweise auf einheimische Lebensformen. Es scheint, dass die ersten Anzeichen von Leben, die jemals in diesem System vorhanden waren, durch seine Sprungpunkte dorthin gebracht wurden. Schauen wir uns also mal den Stern, die Sonne, Pyro, als erstes an. Pyro soll ein Hauptreihenstern sein in seiner Nova-Phase und ein Klasse-Flare-M-Stern. Wir wollen also als erstes klären, was ein Hauptreihenstern eigentlich ist. Der Name Hauptreihe bezieht sich auf ein bestimmtes Diagramm, das sogenannte Farben-, Helligkeits- oder auch Herzsprung-Russell-Diagramm, mit dessen Hilfe die Astronomen Sterne verschiedenen Gruppen zuordnen. Trägt man nämlich Sterne nach ihrer Helligkeit und Farbe in ein Diagramm ein, erkennt man schnell, dass sich bestimmte Sterne ihrer Masse nach auf einer Reihe anordnen, und zwar genau die Sterne, die gerade Wasserstoff zu Helium verbrennen. Diese Phase im Leben eines Sterns nennt man Hauptreihenstadium. Sie ist die längste Phase im nuklearen Leben eines Sterns. Unsere Sonne ist beispielsweise ein Hauptreihenstern. Ist der Wasserstoff verbraucht, blähen sich die Sterne zum roten Riesen auf, verändern so ihre Farbe und verlassen die Hauptreihe. Pyro soll also ein Hauptreihenstern sein in seiner Nova-Phase. Hier kann ja irgendetwas nicht stimmen, denn was macht einen Stern aus, der sich in seiner Nova-Phase befindet? Eine Nova ist ein Stern, der an einem einzigen Tag plötzlich um das 100- bis 10.000-fache heller wird. Novae sind häufig, vielleicht auch immer, Teil von Doppelsternsystemen, in denen sich der massereichere Stern schneller entwickelt und zu einem weißen Zwerg wird. Der weniger massereiche Stern verliert einen Teil seiner wasserstoffreichen äußeren Atmosphäre an den weißen Zwerg, wo sie sich sammelt. Die hohe Schwerkraft und die große Hitze des Weißen Zwerges schafft geeignete Bedingungen für die Fusion von Wasserstoff zu Helium. Wenn sich genug Wasserstoff angesammelt hat, explodiert er in einer Fusionsreaktion und verursacht eine Nova. Das Gas, was bei der Explosion ausgestoßen wird, bewegt sich mit 1000 bis 2000 Kilometer pro Sekunde nach außen. Novae sind also Sterne, die ihr Leben in einer gewaltigen Kernexplosion beenden, bei der ein einzelner Stern so hell werden kann wie eine ganze Galaxie der Größe der Milchstraße. Dabei gibt es 2 Arten von Supernovae. Supernovae vom Typ 1 entstehen, wenn der weiße Zwergstern eines Doppelsternsystems so viel Materie von seinem Begleiter akkumuliert, dass der weiße Zwerg kollabiert. Wenn die Unterstützung des Kerns wegfällt, kollabieren die oberen Schichten des Sterns. Wenn sie auf den neuen, sehr harten Neutronensternkern treffen, prallen sie ab und schleudern Material durch die noch fallenden Schichten zurück nach oben. Das Ergebnis ist ein schneller Temperaturanstieg auf mehrere Milliarden Grad.
Das passiert alles wirklich äußerst schnell. In nur wenigen Sekunden fallen die Schichten herab auf die sehr harte Oberfläche des Neutronensterns und der dabei entstandene Schock geht durch die kollabierenden Schichten zurück und sie explodieren durch Wasserstofffusion. Supernovae vom Typ 2 entstehen, wenn ein massereicher Stern seinen gesamten Kernbrennstoff verbraucht hat und dann explodiert. Die Struktur eines massereichen Sterns besteht aus einem eisenreichen Kern und einer Silizium-, Sauerstoff- und Kohlenstoffschale, die den Kern umgibt. Es gibt hier also keine Fusionsreaktion mit Eisen, bei der Energie erzeugt wird. Eisen hat von allen Elementen die stärkste Bindungsenergie in seinem Kern, daher gibt es keine Möglichkeit, Protonen hinzuzufügen und Energie zu gewinnen. Anstattdessen passiert etwas Erstaunliches. Wenn der Sternkern zu festem Eisen wird, gibt es keine Fusionsreaktion mehr, die Energie erzeugt, um den Kern heiß zu halten und den Druck aufrechtzuerhalten, der der Schwerkraft widersteht. Der Eisenkern hat eine enorme Dichte. Stellt euch eine Lokomotive vor, die in einen Fingerhut gepresst wird. Ist aber sehr instabil und kollabiert sofort. Die Elektronen werden in die Atomkerne gepresst. Die Dichte des Kerns steigt auf 1 Million Lokomotiven in einem Fingerhut. Die äußeren Hüllen des Sterns, die längst mit schweren Elementen angereichert wurden, stürzen ohne den Fusionsprozess im Inneren jetzt auch nach innen, werden aber von dem dichten, harten Kern mit enormer Wucht reflektiert und in einer gigantischen Explosion ins All geschleudert. Die Supernova. Für kurze Zeit erstrahlt der sterbende Stern so hell wie 10 Milliarden Sterne. Seine explodierten Hüllen leuchten noch rund 100.000 Jahre lang als farbenprächtige Nebel. Doch der Kern des Sterns ist unsichtbar geworden. Ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. Wir verstehen also, dass es so etwas wie eine langanhaltende Nova-Phase, wie Pyro beschrieben wird, nicht geben kann. Wir haben aber noch nicht alles aufgelöst. Pyro ist ein Hauptreihenstern des Typs Flare M in seiner Nova-Phase. Hauptreihenstern und Nova schließen sich aus. Langanhaltende Nova ist sozusagen ein Antonym. Aber was ist Flare M? Ein Flare-Stern ist ein veränderlicher Stern, der für einige Minuten einen unvorhersehbaren, dramatischen Helligkeitsanstieg erleben kann. Man geht davon aus, dass die Eruptionen auf Flare-Sternen ähnlich wie Sonneneruptionen auf die magnetische Energie zurückzuführen sind, die in der Atmosphäre des Sterns gespeichert sind. Der Helligkeitsanstieg erstreckt sich über das gesamte Spektrum, von Röntgenstrahlen bis hin zu Radiowellen. Die ersten bekannten Flare-Sterne wurden 1924 entdeckt. Der bekannteste Flare-Stern ist UV Ceti, dessen Aufflackern erstmals 1948 beobachtet wurde. Aber was ist das nun? Ein Flare oder ein Flare-Stern? Die stellaren Flares entsprechen den Sonneneruptionen in Bezug auf ihre Entstehung und die bei den Ausbrüchen frei werdende Energie. Sie sind energiereiche und impulsive Freisetzungen großer Energiemengen von einem Stern. Sie entstehen, wenn eine Verschiebung im Magnetfeld des Sterns die Elektronen auf annähernd Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, was zu Eruptionen führt, die das gesamte elektromagnetische Spektrum abstrahlen. Die Flares sind also in der Röntgen-, Ultraviolett- und Radiostrahlung sowie im sichtbaren Licht nachweisbar. Da UV Ceti eine geringere absolute Helligkeit aufweist als unsere Sonne, sind die Ausbrüche auch im Weißlicht zu beobachten, weshalb er eine so große Bekanntheit erlangen konnte. Die meisten Flare-Sterne aber sind lichtschwache rote Zwerge, obwohl neuere Forschungen darauf hindeuten, dass auch weniger massereiche braune Zwerge zum Aufflackern fähig sein können. Es gibt auch massereiche Flare-Sterne, aber man geht davon aus, dass diese Flares durch einen Begleitstern in einem Doppelsternsystem ausgelöst werden, der das Magnetfeld durcheinander bringt. Außerdem wurden bei 9 sonnenähnlichen Sternen ebenfalls Flare-Ereignisse beobachtet. Es wird vermutet, dass der Mechanismus dafür ähnlich dem Doppelsternsystem ist, nämlich,
dass die Flares durch einen Begleiter ausgelöst werden, beispielsweise einen unsichtbaren Jupiter-ähnlichen Planeten in einer engen Umlaufbahn zum betreffenden Stern. Jetzt wissen wir also, was Flares bzw. Flaresterne sind. Es bleibt also noch die letzte Frage: Was ist ein Klasse-M-Stern? Ein Stern vom M-Typ gehört zur M-Klasse. Der Buchstabe M bezeichnet dabei eine Spektralklasse, also das Lichtspektrum eines Sterns. Spektren der Klasse M zeigen so viele Spektrallinien, dass die Zuordnung zu den Elementen schwierig ist. 90% aller Sterne gehören zur Spektralklasse M. Allerdings sehen wir sie am Nachthimmel leider nicht, denn sie verbrennen ihre Vorräte an Wasserstoff so langsam, dass sie nur schwach leuchten. Zudem sind sie klein. Ihre Leuchtkraft ist so gering, dass wir keine M-Hauptreihensterne ohne optische Hilfsmittel beobachten können. Das auch bedingt durch ihre niedrige Oberflächentemperatur, die lediglich 2400 bis 3700 Kelvin beträgt. Zum Verständnis: 0 Kelvin sind minus 273,15 Grad Celsius. Klasse M-Sterne bewegen sich also in einem Temperaturspektrum von 2127 Grad Celsius bis 3427 Grad Celsius. Zum Vergleich: Unsere vergleichsweise kleine Sonne hat eine Temperatur von 5500 Grad Celsius. Klasse M-Sterne sind also relativ kühl, wenn man so sagen mag. Die spektrale Energieverteilung erreicht ihren Höhepunkt im nahen Infrarot. Dazu gehören einige Hauptreihensterne, also M-Zwerge oder rote Zwerge, einige heißere braune Zwerge und einige rote Riesen, eine Art Nachhauptreihenstern. Ein Beispiel für einen roten Riesen der Klasse M ist Betelgeuse, ein besonders großer, heller Stern, das heißt ein Überriese. Sterne der heißeren Spektralklassen, zum Beispiel unsere Sonne, befinden sich nach ihrer Zeit auf der Hauptreihe in einer Riesenphase, in vielen Fällen als roter Riese. Ihre Leuchtkraft steigt und die innere Hitze bläht sie auf, was zu einer so großen Oberfläche führt, dass die Wärme an der Oberfläche verdünnt wird und die Oberflächentemperatur niedriger ist, oft im Bereich der M-Klasse. Eine solche rote Riesenphase kann bis zu einer Milliarde Jahre dauern, wobei die am wenigsten massenreiche Sterne die längste Phase dieser Art haben. Die M-Klasse umfasst also die kühlsten, wasserverbrennenden Sterne, aber auch eine große Bandbreite an Massen, Radien, Leuchtkräften und erwarteten Lebensdauern. Ihre Lebensdauer ist so lang, dass sich alle existierenden M-Zwerge am Anfang ihrer Hauptreihe befinden. Und ihre Entwicklung ist so langsam, dass ihre Altersunterschiede derzeit kaum Auswirkungen auf ihre Eigenschaften haben, die im Wesentlichen nur noch von ihrer Masse und Metallizität und eventuellen Doppelsternwechselwirkungen abhängen. Kann ein M-Klasse-Stern also ein Hauptreihenstern sein? Diese Übersicht hier gibt Aufschluss. Wir sehen, ja, M-Klassensterne sind Hauptreihensterne, wobei sie sich am Ende dieser Lebensphase eines Sterns bewegen. Wir wissen also nun, dass es so etwas wie einen Flare-M in einer Nova-Phase und überhaupt eine lang anhaltende Nova-Phase gar nicht gibt. Hat das Lore-Team bei CRG also überhaupt keine Ahnung? Trinken sie hochprozentiges Zeug, tanzen um ihre Schreibtische und schreiben alles auf, was in diesem Zustand an bunten Farben in ihrem verwirrten Geist entsteht? Nein, das ist, so amüsant diese Vorstellung sein mag, nicht der Fall. Tatsächlich sind sie sich der Nicht-Existenz ihrer Storyblüte sehr bewusst. So erklärt uns Sherry Heiberg in ihrem Video Loremaker's Guide to the Galaxy im Oktober 2016, die Nova ist ein augenblickliches Ereignis. Aber ich glaube, sie dachten, sagt sie, dass es sich für das Computerspiel ein bisschen jazziger anhört. Es gilt also die Rule of Cool, wie wir es auch bereits zuletzt beim Design der Crusader Spirit gehört haben. Damit schließen wir diesen Exkurs in die Astronomie und schauen, was uns der Galactic Guide noch zu Pyro erzählt. Pyro. Das System wurde erstmals 2493 besucht, 24 Jahre nachdem der erste Mensch dort etwas vermutet hatte. Im Jahr 2469 bemerkte der Wachoffizier der Rustabout, eines unter der Flagge der Erde fliegenden Tankers, der das Kano-System durchquerte, eine gravitative Anomalie 30.000 Kilometer vor dem Backbordbug des Schiffes.
Ein detaillierter Bericht wurde an die Eigentümer des Schiffes und späteren Namensgebers Pyrotechnic Amalgamated gesandt, doch es wurde nichts unternommen. 24 Jahre später, als Pyrotechnic auf der Suche nach neuen Bergbaugebieten war, begannen sie, alte Scan-Aufzeichnungen zu überprüfen, als sie den ursprünglichen Bericht der Rustabout entdeckten. Sie schickten einen Forscher in die Region, um Pyro offiziell zu entdecken und die Umgebung zu kartieren. In diesem Bericht wurde lediglich die allgemeine Unordnung des Planetensystems, die Schwierigkeit, transportierbare Ressourcen zu finden und die Unwahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Terraformings festgestellt. Neben seiner Entwicklung als Zentrum der organisierten Piraterie ist Pyro heute auch deshalb ein bekannter Name in der UEE, weil es als Inspiration für einen der Arena Commander Level von Original Systems diente. Auch wenn die Bezeichnung Dying Star, sterbender Stern, die dem Level gegeben wurde, technisch nicht korrekt ist, sind die dramatischen Sonneneruptionen des Systems ein denkwürdiger und idealer Ort für die Designer von Arena Commander, um zu zeigen, wie interessant 3D-Weltraumkämpfe sein können. Schauen wir uns das System nun einmal im Detail an. Hierzu werden wir einmal vergleichen, was das Lore-Team sich ursprünglich ausgedacht hat und wie sich das System, Stand CitizenCon 2952, technisch tatsächlich heute gestaltet. Today we are going to do Pyro. Now, Pyro has an interesting history. Sherry Heiberg erzählt im Loremaker's Guide to the Galaxy, dass Pyro eine interessante Geschichte hat. Es ist ein nicht beanspruchtes System mit einem roten Zwerg im Zentrum, ohne bewohnbare Planeten, aber dennoch mit einer ansehnlichen Bevölkerung. Es ist die Heimat von Schmugglern, Verbrechern, Piraten und den Räubern der Galaxis. Das System, obwohl es nicht wirklich lebensfreundlich ist, macht den Piraten Spaß. Sie mögen es, sie haben eine gute Zeit, sie kontrollieren, was vor sich geht. Es ist ziemlich nett. Allerdings ist es ein ziemlich gefährliches System, weil der Stern in der Mitte ein Flare-Stern ist. Feuergefechte sind keine Seltenheit. Es gibt keine politische Stabilität, im Gegensatz zum System Spider. Die Heimat der Piraten in Pyro ist bekannt als ein Ort, an dem man ein paar sehr zwielichtige Jobs erledigen und sich vielleicht in einen guten Kampf verwickeln lassen kann, wenn man den Kampf sucht. Bei der Gestaltung von Pyro haben sich die Spieldesigner ein wenig Freiheit genommen, denn so etwas wie eine verlängerte Nova-Phase gibt es nicht. Das ist erfunden, erklärt Sherry und erklärt weiter, dass die Designer sich wohl dachten, dass eine verlängerte Nova-Phase sich ein bisschen jazziger, ein bisschen cooler anhört, wie zuvor erwähnt. However, the game designers took a little bit of liberty with the design of the system because there is no such thing as a prolonged Nova phase. That is made up. The Nova is an instantaneous event, but I think they thought it would sound a little bit more jazzy for the video game. So, let's get started. This here is Pyro. Das hier ist Pyro, der Stern im Zentrum des Pyro-Systems, wie gesagt, ein roter Zwerg, ein roter Hauptreihenstern der M-Klasse. Ein Flare-Stern ist ein Stern, erklärt Sherry, der eine ungewöhnlich heftige Sonnenaktivität aufweist, eine Sonnenflare-Aktivität. Die Leuchtkraft und die Helligkeit des Flare-Sterns geht in so plötzliche Helligkeitsausbrüche über, dass sie 10.000 Mal stärker werden können als jede Sonneneruption, die unsere Sonne je produziert hat. Die Flares sind so stark, dass man viel mehr als ein besonders interessantes Polarlicht wie auf unserem eigenen Planeten sehen würde. Er erzeugt eine unglaubliche Menge an Röntgenstrahlung, er kann ultraviolette Strahlung erzeugen, alles, was die Entwicklung von Leben unmöglich machen würde. Schauen wir uns die Planeten dieses Sonnensystems an. Therefore, you can take it for granted that Pyro 1 is a terrible place to live. It's a blackened little rock. Pyro 1 ist ein verkohltes, schwarzes Stück Gestein. Der Raum um Pyro 1 ist nur mit den besten Schilden zu durchqueren, obwohl einige fleißige Gesetzlose versucht haben, die gefährlichen Flares als behelfsmäßige Reaktoren für kompliziertere Raffinierungsprozesse zu nutzen. Sherry Heiberg erzählt hierzu weiterführend, dass wir demzufolge davon ausgehen können, dass Pyro 1 ein schrecklicher Ort zum Leben ist. Es ist ein geschwärzter kleiner Felsen, der sehr klein ist, so ähnlich wie Merkur, der nahe an der Sonne kreist und völlig ausgebrannt ist. Es ist einfach nur ein schrecklicher, verkohlter kleiner Felsen, der im Weltraum treibt.
Man kann ihm nicht wirklich etwas abgewinnen. Dasselbe gilt für den Akiro-Cluster, eine kleine Ansammlung von Asteroiden, die sich hier draußen in der Nähe des Lagrange-Planeten Pyro 1 befindet. Dort gibt es nicht viel zu finden. Und die Leute sagen, dass der Bergbau dem Planeten und dem Asteroidengürtel bereits alles genommen hat, was sie zu bieten hatten. Es ist also nicht wirklich eure Zeit wert, würde Sherry sagen. Wie hat uns CIG nun Pyro 1 zur CitizenCon 2952 vorgestellt? My name is Max. I'm here on behalf of the Planet Content Team today. I'm a senior environment artist and I want to show you some of the cool stuff that we worked on in the last 2 years. So I have Pyro 1 open already. It's live in engine. Was wir hier sehen, ja, das ist Pyro 1. Die Idee hinter Pyro 1 ist, dass der Planet von Sonneneruptionen getroffen wird, und zwar ständig. CIG hat einige Konzeptgrafiken vom Konzeptgrafikteam erhalten und die Art und Weise, wie sie diese Sonneneruptionen visualisiert haben, waren glühende Flecken und Streifen überall auf dem Planeten. Leider wird an der Technik für den leuchtenden Teil noch gearbeitet, also mussten sich die Grafiker mit dem begnügen, was sie aktuell an Werkzeugen haben. Der Planet leuchtet also nicht, es gibt kein Magma, aber man kann viel Blau sehen. Und wie wir sehen können, verfügt Pyro 1 über volumetrische Wolken. Noch nicht alle Pyro-Planeten haben volumetrische Wolken, springen wir also zu einem der blauen Flecken auf dem Planeten. Not all of the pyroplanets have their volumetric clouds yet. So let's jump to the one of the blue spots. Und dann können wir sehen, warum er blau ist. CIG hat tonnenweise Kristalle in Pyro 1 eingebaut. Solche Kristalle wurden bereits bei Walla verwendet. Sie sind dort aber ein wenig zu sehr auf Nummer sicher gegangen. Dort wurden sie lediglich als Bodendecker eingesetzt. Aber bei Pyro 1 wollten die Artists diese Formen der Kristalle ausreizen. Man kann hier also die wirklich großen Kristalle finden. Außerdem gibt es Pflanzen. Das Interessante daran ist, dass CIG-Artists sie etwa vor 3 oder 4 Jahren erstellt haben. Sie sollten Teil einer Mission auf einer Raumstation sein. Die Erstellung dieser Mission wurde leider abgebrochen und seitdem liegt dieses Set ungenutzt herum. Jetzt aber wurde es aus der Schublade geholt, um es bei Pyro 1 zu verwenden. Das ist CIG wichtig. Jeder Planet im System soll ein einzigartiges Merkmal besitzen. Im Fall von Pyro 1 ist es dieses stachelige Felsenset, das wirklich furchterregend aussieht. Die Artists versuchen, den Maßstab der Assets für das Pyro-System zu erhöhen. Sie hatten das Gefühl, dass sie die Fels-Assets und ihre Streuung inzwischen in einer sehr guten Qualität hinbekommen. Jetzt können sie verrücktere Formen erforschen. Das hier ist eines der Sets, die sie gemacht haben. Es ist noch nicht fertig und benötigt noch einen letzten Schliff. Es folgt ein weiteres Biom von Pyro 1. Es sind diese Felsformationen hier. Sie sind von gewaltiger Größe. In Engine bekommt man ein gutes Gefühl für die Größe der Felsen und ja, es ist möglich, mit dem Raumschiff darauf zu landen. CIG kann sich vorstellen, dass es ein hervorragender Ort für spannende PvP-Kämpfe werden wird. Wir sehen, hier ist nichts so, wie es aus astronomischer Sicht Sinn ergeben würde und wie es sich das Lore-Team einst ausgedacht hat. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Gehen wir derweil weiter zum nächsten Planeten, Pyro 2. Der Galactic Guide schreibt hierzu: Bei der ersten Entdeckung des Systems stand das kernlose Pyro 2 im Mittelpunkt. Der Planet verfügte über scheinbar beträchtliche Vorkommen. Und in einem kleinen Metallrausch versuchten menschliche Handelsschiffe schnell alles abzubauen, was sie konnten. Der Planet trägt heute die Narben dieser schnellen und schmutzigen Bergbauoperationen mit einer spärlichen vorübergehenden Bevölkerung, die heuschreckengleich hier durchgezogen sind, in der Hoffnung, eine Ader zu finden, die während des anfänglichen Booms übersehen worden sein könnte. Go over here to Pyro 2.
which is a coreless planet. Now, coreless planets are interesting. Sherry Heiberg erzählt hierzu weiter, Pyro 2 ist ein kernloser Planet. Kernlose Planeten sind interessant, weil sie nicht hohl sind, was ein weit verbreiteter Irrglaube ist, sondern weil sie keinen differenzierten Metallkern haben. Unser Planet hat einen Kern, einen Mantel und eine Kruste. Wenn man also den Planeten Erde aufschneiden würde, sähe er wirklich wie ein cooler Schichtkuchen aus. Aber wenn man Pyro 2 als kernlosen Planeten aufschneidet, dann wäre es nur eine undifferenzierte Masse, wie ein Kuchen ohne Schichten. Wie gesagt, alle Mineralien, die es wert gewesen wären, auf dem Planeten abgebaut zu werden, wurden leider entfernt. Aber es schadet ja nicht, es von Zeit zu versuchen. Schauen wir nun wieder, wie uns Pyro 2 auf der CitizenCon 2952 vorgestellt wurde. Im Vergleich zu Pyro 1 kann man sofort sehen, dass der Planet viel bunter ist. Es gibt mehr Variationen in der Verwendung und den Werten der Farben. Die CRG-Grafiker haben Brauntöne und knochenweiße Flecken, etwas Rot und alles wird durch einen blauen, klaren Ozean kontrastiert. Pyro 2 hat noch keine volumetrischen Wolken, aber sie werden bei der Veröffentlichung vorhanden sein. Nun springen wir zu einem der Biome von Pyro 2. Was CRG hier hervorheben möchte, sind die Verbesserungen, die sie an der Art und Weise vorgenommen haben, wie Objekte an der Seite von Bergen spawnen. Das war immer eine große Herausforderung, einen natürlichen Übergang vom Terrain zur Geometrie zu schaffen und auch die Felsen auf natürliche Weise zu formen. Jetzt können sie schönere Felsformationen erstellen. Es ist noch nicht ganz fertig, weitere Verbesserungen sind geplant. Aber insgesamt ist es ein großer Schritt nach vorn. Außerdem wurde die Draw Distance, also die Zeichnungsdistanz von Objekten, stark verbessert. Alles, was wir hier in der Ferne sehen, ist also tatsächliche Geometrie. Wenn wir den ganzen Weg dorthin fliegen würden, würden wir sehen, dass es sich um Felsformationen handelt. Hier sind wir in einem Biom von Pyro 2. In diesem Fall hebt sich dieses Biom vom Rest des Planeten dadurch ab, dass wir diese verkalkten Bäume haben, die in sehr dichten Clustern spawnen. Man bekommt also fast so etwas wie kleine Wälder. Es soll alles sehr trocken und tot aussehen, aber dennoch auf eine ästhetische Art und Weise. Es ist blass, trocken, aber im Hintergrund sieht man das schöne, klare, blaue Meer. Dies ist eines der roten Gebiete von Pyro 2. Es ist eine Art Sandwüste, aber CRG versucht, viele verschiedene geologische Elemente, verschiedene Büsche und Gräser einzufügen, damit es nicht wie eine tote Wüste aussieht, sondern irgendwie lebendig wirkt. Und man findet hier eine Menge Laub. Wir haben diese Klippen im Hintergrund, die ziemlich dunkel sind. Ein weiterer schöner Kontrast auf diesem Planeten ist das satte Rot des Geländes und das dunkle Grundgestein. Im Video werden nun Verbesserungen hervorgehoben, die an den Bodentexturen vorgenommen wurden. Früher, vor 2 oder 3 Jahren, mussten sich die Artists sehr auf Bodendecker verlassen, um Geometrien und Details hinzuzufügen, die die Bodentexturen allein nicht geben konnten. Aber seit sie Terrain-Displacement haben, erhalten sie wirklich schöne Formen allein durch die Texturen. Mit Terrain Displacement wird auf das sogenannte Displacement Mapping angespielt. Das ist eine Technik, die darauf abzielt, Unebenheiten als echte Geometrie in einem sehr feinen Mesh darzustellen. Zur Verdeutlichung lasse ich hier ein Video im Hintergrund ablaufen. Im Gegensatz zu Bump Mapping, Parallax und Relief Mapping, die versuchen, Unebenheiten mit Hilfe von Normal Maps vorzutäuschen, wird beim Displacement Mapping die Oberfläche tatsächlich verschoben, indem Dreiecke zwischen Texturelementen erzeugt werden. Displacement-Geometrien oder auf Deutsch Verschiebungsgeometrien sind also Basisflächen, die in ein Netz, ein Mesh aus dreieckigen Polygonen umgewandelt werden. Diese sind frei veränderbar und in verschiedene Formen zu bringen, wie hier im Video zu sehen. Displacements werden in der Source Engine hauptsächlich verwendet, um Terrain wie Hügel, Täler, Gräben, Hänge und so weiter zu erstellen. Manchmal werden Displacements auch als flache Oberflächen verwendet, um 2 oder mehr Texturen zu mischen. So können Übergänge schwerer erkennbar gemacht werden. Mit Displacement können Features von der Größe von Gebirgszügen bis hin zu kleinen Kieselsteinen erzeugt werden. Displacement kann auch auf andere Teile einer Szene angewendet werden, zum Beispiel auf Objekte wie Felsen oder andere 3D-Modelle.
Ein Nachteil des Displacement Mappings ist, dass man für große Terrains viele Polygone und Vertices benötigt, um ein detailliertes Terrain zu modellieren, was das Displacement Mapping für große Terrains ineffizient macht. Hier scheint CRG aber nun eine Möglichkeit gefunden zu haben, mit dem visuell plastischen Displacement zu arbeiten und trotzdem die PC-Ressourcen zu schonen. Vermutlich kommen hier adaptive Tessellation und die Level-of-Detail-Techniken ins Spiel, um Displacement-Mapping praktikabler zu machen. Vor allem mit der Weiterentwicklung der Grafikprozessoren und die Einführung von Geometrie-Shadern ist Tessellierung, also das automatische Aufteilen von Polygonen in unzählige kleinere Polygone, im laufenden Spiel realisierbar geworden, vor allem da Displacement in Batches, also in Stapeln, zu berechnen sind. Es ist einfach zu programmieren und hat auf neueren GPUs nur wenige Nachteile. Mit Terrain Displacement ist die Welt für die CRG Artists also sprichwörtlich bunter geworden. Und wenn man das dann noch mit Bodentexturen kombiniert, ist das Ergebnis wirklich gelungen, wie die Dinge miteinander verschmelzen und wie viele Details man auf dem Boden der neuen Planeten sieht. Es bleibt aber festzustellen, dass Pyro 2 gar nichts mit der ursprünglich erdachten Version zu tun hat. Gehen wir nun weiter zum nächsten Planeten, Pyro 3. Der Galactic Guide schreibt hierzu: Die Oberfläche dieser terrestrischen Welt ist durch die Eruptionen des Sterns des Systems zu Magma geworden. Einige Wissenschaftler glauben, dass der große Himmelskörper, der Pyro 4 aus seiner Umlaufbahn geschleudert hat, auch Pyro 3 näher an den Stern geschoben haben könnte. Sherry Heilberg erklärt hierzu weiterführend, dass Pyro 3 eine ungewöhnlich starke tektonische Aktivität hat. Lavameere durchziehen den gesamten Planeten. Es ist möglich, dass dies durch eine Kollision verursacht wurde, als ob ein Stück eines planetengroßen Körpers abbrach, auf die Oberfläche traf und so viel Schaden und Energie verursachte, dass die gesamte Oberfläche schmolz und seitdem nicht mehr dieselbe ist. Pyro 3, der Lavaplanet. Klingt spannend. Schauen wir, was CRG daraus gemacht und uns im Rahmen der CitizenCon vorgestellt hat. So now we're on Pyro 3. You saw some of it during last year's keynote demo, but I want to use the opportunity to give you like an in-depth look at some of the biomes. So last year you saw that like yellow is kind of the accent color of Pyro 3. Pyro 3 hat eine Akzentfarbe, gelb, die aber nichts mit Lava zu tun hat. Es gibt Wolken, aber keine Dampfwolken am Boden, sondern richtige atmosphärische Wolken und Moos, jede Menge gelbes Moos. Ja, verabschieden wir uns also auch hier von der Vision des lebensfeindlichen Planeten Pyro 3. In diesem Video gehen wir nun auf die Planetenoberfläche hinunter, um die vielen Details besser sehen zu können. CRG hat viel Zeit und Mühe darauf verwendet, das Moos, nicht die Lava, so zu gestalten, dass es genau richtig aussieht, also mit dem richtigen Maß an Flaumigkeit und Dichte. Es sieht wirklich sehr schön aus, wenn es diese Felsen bedeckt, wird uns hier erzählt. Und dann haben wir auch viel kleineres Moos auf dem Boden. Kombiniert mit gelbem Gras ergibt das ein interessantes Biom. Es war CRG sehr wichtig, dass dieser Lebensraum sehr dicht bewachsen aussieht. Sie haben also die Menge an Material, die sie verwenden können, erhöht. Es ist im Grunde genommen komplett mit Laub, Moos und Gräsern bedeckt. Im Vergleich zu Hurston und Microtech, die aktuell die am dichtesten bewachsenen Planeten sind, ist Pyro 3 viel dichter bewachsen. Das Gute daran ist, dass wir hier keine Bäume haben, sodass das gesamte Rechenbudget für Bodendecker und Gras verwendet werden kann. Weiter geht's zum Pyro-Küstenbiom. Die Verbesserungen, die CRG für die Küstenbiome erstellt hat, ist, dass sie jetzt Objektvoreinstellungs-Overrides für jedes einzelne Biom verwenden können. Zuvor konnten sie nur einen globalen Override pro Planet verwenden, was nicht ausreichend ist, wenn man so etwas wie Stanton 4 hat, wo es verschneite Regionen und Fichtenregionen gibt.
Diese Information verstehe ich so, dass die Metadaten eines Planeten und seiner Oberfläche aus einem Baukasten stammen und somit statisch sind. Allerdings besteht beim Hinzufügen unterschiedlicher Biome, die quasi auf den Planeten aufgesetzt werden, die Möglichkeit, die Mapping-Metadaten ganz oder teilweise außer Kraft zu setzen. Dazu müssen Zuordnungsmetadaten überschrieben werden, insbesondere Attribute und Assoziationsmetadaten. Wichtig ist hier die Differenzierung zwischen Overwrite und Overwrite. Overwrite, also überschreiben, würde die Grundlage zerstören bzw. löschen und durch einen anderen Code ersetzen. Overwrite heißt vielmehr übergehen, das heißt, die Grundlage, die Metadaten, werden vorübergehend außer Kraft gesetzt und durch neue Daten ersetzt. Vermutlich wird es so später auch möglich sein, dass wir Jahreszeiten bekommen. Aus irgendeinem Grund, den ich allerdings nicht verstehe, war es bislang nur möglich, einen einzigen Override vorzunehmen, während es jetzt möglich ist, mehrere dieser Overrides pro Planet vorzunehmen. Vermutlich ist es so, dass man bei solchen Override-Vorgängen in Datenschleifen landen kann oder Gefahr läuft, die zugrunde liegenden Metadaten dann doch zu zerstören oder damit verknüpfte Geometrien, da einige Parameter vererbt werden, andere überschrieben werden, weil sie zum Beispiel gleiche Namen haben, Anzahl und Art von Subparametern und so weiter. Wenn man sich hier ins Detail denkt, wird es vermutlich dann doch höchst kompliziert, denn nichts ist wirklich einfach an dem, was CRG hier zu erstellen versucht. Aber kommen wir zu Pyro 3 zurück, wo uns erklärt wird, dass eine Objektvoreinstellung nicht einfach alle Küsten abdecken kann. CRG hat dieses Korallen-Geologie-Set hinzugefügt, um einen Teil des Gelbs auch an der Küste zu haben. Wir sehen hier also, dass immer ein wenig Gelb durchscheint und schließlich geht es in die schönen, moosbewachsenen Bereiche über. Früher, als CRG die Voreinstellung für die Küstenobjekte erstellt hat, sind sie auf Nummer sicher gegangen und haben nur ein oder zwei Asset-Sets verwendet. Da sie jetzt aber auch die Dichte entlang der Küste erhöhen können, findet man verschiedene Arten von Korallen, Seegras, verschiedene Kiesel und Felsen und andere Dinge. Weiter geht's zu einer der vulkanischen Regionen auf Pyro 3. Man würde vielleicht nicht erwarten, hier Vegetation zu finden, aber die CRG-Artists haben dieser Region ein wenig Vegetation hinzugefügt, um sie interessanter zu gestalten. Wir können sehen, wie viele Details hier zu sehen sind, um die Gegend ein bisschen lebendiger wirken zu lassen. Gehen wir weiter zu Pyro 4. Und obwohl wir inzwischen ahnen, dass auch hier nichts mehr so ist wie ursprünglich erdacht und für gut befunden, werfen wir noch einmal einen Blick auf den Galactic Guide. Die Kombination von Pyro 4, einem felsigen, Merkur-ähnlichen Protoplaneten, und Pyro 5, einem massiven gelben und grünen Gasriesen, ist eine der eindrucksvollsten Sternenlandschaften, die bisher im bekannten Weltraum entdeckt wurden. Pyro 4 und 5 sind vermutlich das Ergebnis eines gewaltigen Meteoriteneinschlags, der die Umlaufbahn von Pyro 4 in die von Pyro 5 verwandelt verschoben hat. Pyro 5 scheint nun Pyro 4 in Zeitlupe zu verschlingen. Ein Anblick, der nirgendwo sonst in der Galaxie zu übertreffen ist. Soweit der Galactic Guide, aber wie durften wir Pyro 4 im Rahmen der CitizenCon kennenlernen? Nun, auch Pyro 4 wird eine Atmosphäre bekommen und Wolken und rein gar nichts mit der Lore zu tun haben. Anstattdessen orientiert sich dieser Planet an den schottischen Highlands. Es gibt also nicht viel Vertikalität, nicht viele Bäume, man hat eine Menge Bodendecker und Farbvariationen, die aber alle durch die Farbe des Bodens begründet sind. Und es sieht so aus, als würde es hier mehrere neue Vegetationssets zu sehen geben. Zunächst einmal haben wir dieses Busch-Set hier. Es ist so etwas wie eine modifizierte Version der echten Welt. Sie bringen ein bisschen Farbe in die Umgebung und lassen sie lebendiger wirken. CRG versucht ständig, die Qualität der Assets zu verbessern. Wenn man die Bäume, die wir auf Hurston haben, mit diesen hier auf Pyro 4 vergleicht, ist die Geometrieanzahl viel höher, die Texturauflösung ist höher und sie sehen einfach ausgefeilter und schöner aus, was bedeutet, dass die Artists irgendwann zu Hurston zurückgehen müssen, zur Microtech, um den Bäumen dort ein kleines Rework zu verpassen. Was CRG wirklich wichtig war, war die Verbesserung der Übergänge zwischen den verschiedenen Biomen.
Wie wir hier sehen, handelt es sich um zwei recht einfache Biome. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen ihnen, aber der Übergang fühlt sich trotzdem sehr natürlich an. Wenn wir hier heruntergehen, haben wir das rote Gras, das sich auffächert. Das wirkt sehr organisch und natürlich. Kommen wir nun zum experimentellsten Biom, das CRG bisher erstellt hat. Für dieses Biom wurden einige der größten Felsformationen erdacht und entwickelt, die wir bisher im Spiel haben. Sie sind gewaltig. Das Schwierigste daran, sie richtig aussehen zu lassen, ist, dass sie natürlich aus der Ferne auch wirklich gut aussehen sollen, weil man erwarten würde, dass etwas so Großes fast vom Weltraum aus zu sehen ist. Aber das Knifflige daran ist, sie auch gut aussehen zu lassen, wenn man ganz nah herangeht. Später werden wir mit unseren Raumschiffen auf ihnen landen und darauf herumlaufen können. Die Felsformationen geben uns das Gefühl, wirklich klein zu sein. Durch einen kleinen glücklichen Zufall ergab es sich bei Tests, dass die volumetrischen Wolken das Terrain bedeckten. Und weil der Höhenunterschied so groß ist, können wir tatsächlich Formen des Geländes aus den volumetrischen Wolken herausragen sehen. Die hier zu erkennenden Kachelungsprobleme sind Ergebnis der noch nicht abgeschlossenen Arbeiten und werden hoffentlich noch entfernt werden können. Weiter geht's zu einem Küstenbiom von Pyro 4. Das hier ist eine Art nasser Sand. Die Artists haben einige der Algen, einige dieser Lavaplatten und einige dieser Kieselsteine verstreut. Und dann haben wir auch noch schöne Algen, die sich mit den Wellen des Ozeans bewegen. Eine interessante Sache auf Pyro 4 ist, dass wir einen massiven Krater haben. Auf anderen Planeten haben wir einzelne Krater, die durch eine Heatmap dargestellt werden, oder drei, vier kleinere Krater auf einer Heatmap. Hier handelt es sich jedoch um mehrere Heatmaps, die einen großen Krater bilden. Eine Heatmap, eine Höhenkarte, ist ein Raster oder ein rechteckiges Raster von Werten, wie ein digitales Foto. Bei einem digitalen Foto hat jede Zelle im Raster einen Wert für Rot, Grün und Blau auf einer Skala von 0 bis 255. Auf einer Heatmap hat jede Zelle einen Wert für die Höhe an diesem Ort in einer bekannten absoluten Einheit, wie zum Beispiel Meter. Bei Heatmaps wird im Regelfall ein Grayscale-Image verwendet, um die verschiedenen Höhen einer Textur darzustellen, wobei Schwarz die minimale Höhe und Weiß die maximale Höhe darstellt. Heatmaps dienen oft dazu, Oberflächen, bei denen die Texture-Maps für das Rendern großer Erhebungen und Vorsprünge verantwortlich sind, mehr Definition zu verleihen. Heatmapping verschiebt die Bereiche der sichtbaren Oberflächentextur, um eine Art Okklusions-Verdeckungseffekt auf Oberflächenebene zu erzielen. Das bedeutet, dass offensichtliche Unebenheiten auf der nahen Seite, der Kamera zugewandt, vergrößert und übertrieben dargestellt werden, und auf der fernen Seite, der Kamera abgewandt, verkleinert werden und scheinbar verdeckt sind. Hier am Bild dargestellt, ganz links eine Felswand ohne Heatmap. Auf Bild 2 in der Mitte wird die Beleuchtung auf der Oberfläche verändert, aber die Felsen verdecken sich nicht gegenseitig. Auf Bild 3 rechts wird die Heatmap angewendet. Die Felsen scheinen aus der Oberfläche sehr deutlich herauszuragen und näher gelegene Felsen scheinen die dahinterliegenden Felsen zu verdecken. Dieser Effekt kann eine sehr überzeugende Darstellung der 3D-Geometrie erzeugen, ist aber auf die Oberfläche der flachen Polygone eines Objektmeshs beschränkt. Das bedeutet, dass die Oberflächenhöcker zwar hervorstehen und sich gegenseitig verdecken, die Silhouette des Modells aber nicht verändert wird, da der Effekt letztlich auf die Oberfläche des Modells gezeichnet wird und die eigentliche Geometrie nicht verändert. Warum legt CRG nun mehrere Heatmaps übereinander? Nun, das ist meines Wissens nichts Besonderes, weshalb ich auch nicht verstehe, dass das in diesem Video explizit erwähnt wird.
Verschiedene Arten von Heatmaps können miteinander gemischt, übereinandergelegt und multipliziert werden. Wenn man zum Beispiel eine flache Heatmap mit Löchern im Boden hat, multipliziert man sie mit einem Berg und es entstehen Berge mit Spalten und Canyons. Man muss aber CRG zugutehalten, dass die sogenannten Layered Heatmaps bis vor 2 Jahren noch kein Standard waren und zum Beispiel von der Unity Engine nicht von Haus aus angeboten wurden. Inzwischen aber ist es Standard und der Vorteil, auch für CRG, liegt auf der Hand. Es macht das Modellieren einfach, weil man sich eine gute Berg-Heatmap erstellt, die 20 Mal kopiert, dreht, übereinanderlegt und so weiter und dann hat man ganz schnell ganz viel Content. Und in diesem Falle ist es ein riesiger Krater, den man bis weit in den Weltraum hinaus sehen kann. Diese ganze Region ist ein einziger großer Krater. Es ist also eine Mischung aus der globalen Displacement-Textur und den Höhenmaps der Ökosysteme, die darauf spawnen, sowie den volumetrischen Wolken, die das Ganze wirklich episch aussehen lassen, erklärt uns der Artist in diesem Video. Jetzt sind wir auf die Oberfläche des Kraters hinuntergeflogen. Sie wollten, dass dies sehr, ja, gruselig und düster und irgendwie dunkel wirkt. Wir haben also diese dunklen, an einen Fantasiewald erinnernden Bäume, die irgendwie unheimlich aussehen. Dann bringen wir etwas von dem roten Gras aus dem vorherigen Biom zurück. Zurück hinunter auf die Oberfläche des Kraters. Wir können sehen, dass CRG dieses dunkle, waldähnliche Baumset, einige gruselige Formen und einige feucht aussehende Bodenbedeckungen hinzugefügt hat. Das ganze Gebiet soll ein gewisses Unbehagen auslösen. Es soll feindselig wirken und ohne Schutzanzug ist man hier nicht sicher. Rein theoretisch würde jetzt Pyro 5 an die Reihe kommen, aber dieser Planet wird in der Demo stillschweigend ausgelassen. Warum ist das so? Nun, es liegt gewissermaßen auf der Hand, denn wie wir bereits vorher erfahren haben, ist Pyro 5 ein weiterer Gasplanet und somit nichts, was mal eben schnell erledigt ist. To Pyro 5, which is a gas giant. It doesn't have a pure hydrogen atmosphere, so it's not really, you know, it's not really a good place to refuel. Pyro 5 hat keine reine Wasserstoffatmosphäre, ist also nicht wirklich ein guter Ort zum Tanken, erzählt uns Sherry Heilberg im Loremaker's Guide to the Galaxy. Aber er hat eine Reihe von wirklich coolen Monden. Alle sind nach verschiedenen Begriffen benannt, die mit Feuer zu tun haben, wie Vatra, Vur und Auir, Ignis und Fairo und Fuego. Keiner von ihnen ist bewohnbar, alle sind ziemlich heiß. Natürlich gibt es auch kalte Monde, aber da die Sonneneruptionen Pyros manchmal bis zu diesem Punkt reichen, macht es auch diese Monde nicht gerade zu einem guten Ort, um sein Schiff zu parken, weil man nie weiß, wann eine Sonneneruption zuschlagen wird. Mit diesem Stichwort Mond gehen wir zurück zum CitizenCon-Video, denn hier geht es jetzt um einen der Monde, nämlich um den hier sogenannten Mond Pyro 5c. Also, wir wissen jetzt nicht, ob es Vatra, Vur, Auir, Ignis, Fairo oder Fuego ist, sondern Pyro 5c. Ähnlich wie bei Pyro 4 kann man sehen, dass er eine Landmarke hat, die man vom Weltraum aus sehen kann. In diesem Fall ist es kein Krater, sondern ein langer Streifen aus glattem Obsidian. Fliegen wir also hinunter zur Oberfläche des Streifens und sehen uns an, wie er aus der Nähe aussieht. Auch hier beginnen wir mit der globalen Heatmap, wo es eine kleine Erhebung gibt, die dann in einen Riss mündet. Und dann wird die Ökosystem-Heatmap darüber gelegt, um das gewünschte Aussehen zu erhalten. Wenn wir hier runtergehen, können wir sehen, dass CRG mit flachen Formen und einigen kleineren Kratern beginnt, die dann in diese ziemlich stachelig aussehenden Bergformationen übergehen. Und hier unten gehen sie dann in diese längeren Felskämme über, bevor es hier unten wieder glatt wird.
Und wenn wir zu diesem Punkt springen, der eine wirklich coole Stelle ist, weil die Sonne den Obsidian genau richtig trifft und alles schön und glänzend aussieht, können wir hier sehen, dass der Boden ganz anders aussieht als auf anderen Planeten. Es sieht fast künstlich aus. Was die Assets angeht, so verwendet CRG eines ihrer Obsidian-Sets, die man auch auf Stanton 4 findet. Dieses hat ein kleines Update bekommen, ein bisschen Feinschliff, sodass die verschiedenen Texturen der Formen verbessert werden, damit es besonders cool aussieht, wie das Sonnenlicht auf diese Oberflächen trifft. Um diesen Bereich ein bisschen interessanter zu machen, haben sie beschlossen, einige dieser weißen, hellgrauen Sträucher hinzuzufügen, damit der Bereich nicht zu halbherzig designt wirkt. Und es ist immer schön, wenn man ab und zu ein wenig Vegetation hat. Um das Obsidian-Biom vom Rest des Planeten abzugrenzen, hat CRG hier den umgekehrten Weg für die Biome gewählt. Anstatt glänzend und glatt zu sein, sind sie eher trocken, mit trockenem Sand bedeckt. Die Vegetation ist trocken. Sie haben einige dieser stacheligen Formen hinzugefügt, um der Streuung etwas Vertikalität zu verleihen. Aber ja, außerhalb des Obsidian-Risses ist es das, was man die meiste Zeit auf dem Planeten finden wird. Uns werden noch einige hübsch anzusehende Bereiche von Pyro 5C vorgestellt, bevor es zuletzt zu Pyro 6 geht. Laut dem Galactic Guide ist dieser Protoplanet der äußerste Planet des Pyro-Systems und zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er die Ruin Station beherbergt, die von den einzigen ständigen Bewohnern von Pyro bewohnt wird. Ursprünglich von Pyrotechnic Amalgamated gebaut, um als Drehscheibe für ihre Operationen im System zu dienen, wurde sie nur kurze Zeit von der Firma genutzt, bevor sie zusammen mit allen Hoffnungen aus dem trostlosen System Profit zu schlagen aufgegeben wurde. Nachdem das System im Allgemeinen von Unternehmen, Forschungs- und Bergbauunternehmen geräumt worden war, wurde die baufällige Station schnell zu einem Treffpunkt für Hausbesetzer, Ausreißer, Schwarzmarktgeschäfte, Piraten. Zu dieser Zeit erhielt die Station ihren Beinamen Ruinenstation, da viele, die ihre verfallenen Hallen durchquerten, das Risiko eingingen, dass die Station um sie herum einstürzte. Doch trotz der Gefahren wuchs die Beliebtheit des Verstecks immer weiter. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie denselben Weg wie Spider einschlug, wobei die Gesetzlosen nach und nach die Infrastruktur der Station ausbauten und eine einzigartige Subkultur entwickelten. Doch während sich die Kultur von Spider um die Ehre unter Dieben dreht, geht es in Pyro eher darum, dass derjenige gewinnt, der die meisten Waffen hat. Die Ruinenstation ist weder für Tourismus noch für den regulären Handel oder gar für erfahrene Kopfgeldjäger geeignet, die den Nervenkitzel des Kampfes suchen. Die Gesetzlosen, die die Station bevölkern, sind für ihre Gewaltanwendung berüchtigt. In kürzlich veröffentlichten Berichten der Advocacy wird Xenothreat als die derzeitige Gang aufgeführt, die die Station kontrolliert, aber das kann sich jeden Moment wieder ändern. Ein weiteres Highlight in den schummrigen Hallen von Pyro ist Corner 4, eine Reihe ehemaliger Forschungslabors, die zu Drogenfabriken und medizinischen Einrichtungen umfunktioniert wurden, in denen keine Fragen gestellt werden. Die Neutrality, die obligatorische Spelunke der Station, ist der einzige vermeintlich sichere Ort auf der Station. Gepanzerte, harte Kerle, die Cousins genannt werden, halten hier den Frieden aufrecht. Zumindest insofern, als sie zum Schutz des Personals und der Einrichtungen der Bar benötigt werden. Abschließend ein Zitat von Konrad Hessler aus Der Kampf ums Überleben, die menschliche Geschichte. Wenn es irgendwelche Zweifel an der Fähigkeit der Menschheit gibt, unter widrigen Bedingungen zu überleben, braucht man nur einen Blick auf die Bewohner von Pyro zu werfen, um zu verstehen, dass die Anpassungsfähigkeit unserer Spezies etwas ganz Bemerkenswertes ist.
Schauen wir noch einmal weiter, was Sherry Heiberg uns zu Pyro 6 erzählen kann. Here's the last planet in the system. Pyro 6. Now, Pyro 6 isn't interesting because it's a little planet on the outskirts of the system. It is interesting because of what is around it, which is Ruin Station. Pyro 6 ist nicht interessant, weil er ein kleiner Planet am Rande des Systems ist, sondern wegen der Ruin Station, der Heimat aller Piraten auf Pyro. Und von hier aus wird man immer darum streiten, wer der wahre Herrscher der Piraten ist. Im Regelfall wechseln sich hier mehrere Banden ab, die sich darum streiten, wer das Sagen hat und wer das Sagen haben will. Es ist ein hervorragender Ort, um Kontakte zu anderen Piraten, Schmugglern und anderen Geächteten zu knüpfen. Jeder Spieler muss sich darüber im Klaren sein, dass sie höchstwahrscheinlich in irgendeiner Form in ein Feuergefecht verwickelt werden. Wenn ihr Verbrechen finden wollt, dann werdet ihr das in Pyro finden. Soweit Sherry Heiberg, die Archivarin des Lore-Teams. Schauen wir uns an, was uns im Rahmen der CitizenCon über Pyro 6, den kleinen, unbedeutenden Planeten am Rande des Systems, erzählt worden ist. We're going to end our showcase today on Pyro 6. Pyro 6 has a very interesting color palette. Like I really like the yellows and the pale. Pyro 6 hat eine sehr interessante Farbpalette mit Gelb- und Beige-Tönen. Es gibt einen blauen Ozean. Wie wir sehen können, ist das Terrain von Kratern durchzogen. Und wir erhalten diese wirklich coolen Formen, in denen der Ozean diese Krater ausfüllt. Wir springen jetzt ganz nach unten an den Rand eines dieser Krater. Im Showcase hier können wir sehen, dass die CIG-Artists einige dramatisch aussehende Korallenformen hinzugefügt haben. Und schließlich geht man hier hinunter zu einem dieser Krater, der mit Wasser gefüllt ist. Wir haben ein paar schwimmende Meshes hier auf der linken Seite, was noch nicht ganz fertig ist. Und hier steht ein Referenzmesh in menschlicher Größe, um zu zeigen oder auch dann zu erkennen für die Artists, wie der Maßstab der Objekte sich anfühlt, wenn man ihn in dieser Situation dann eben einfügt. Denn er fügt der gesamten Szene einen Kontext hinzu. Dieses Referenzmesh, dieser Mensch, spawnt jedes Mal, wenn die Objektvorgabe gespawnt wird. Er hilft den CIG-Artists, die richtigen Werte zu finden, wenn es um den Maßstab ihrer Objekte geht. Generell ist dieses Objekt hier ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie die Bodentexturen mit den Objekten, die sie darüber legen, zusammenwirken. Der Übergang von dieser Bodentextur zu der nächsten ist wirklich schön, befindet der Artist hier in diesem Video. Und dann haben wir auf beiden das gleiche Gesteinsset, das für eine schöne Menge an Details auf dem Boden sorgt. Dann spawnen gelegentlich einige dieser spinnenartigen Bodendecker-Meshes. Diese Stelle hier ist wirklich schön, weil man die Partikel, das monochromatische Terrain, die Assets und das alles vor dem Hintergrund der Skybox des Pyro-Systems sieht, die rot ist. Dann bekommen wir ein paar wirklich cool aussehende Sonnenstrahlen, die durch die volumetrischen Wolken hier kommen. Wenn der Artist dann die Sonne ausschaltet, das Ganze verdunkelt und ins Spiel springt, können wir sehen, wie drastisch sich die Skybox auf die Beleuchtung auswirkt, wenn wir uns auf der dunklen Seite des Planeten befinden. Und das ist die Skybox für das gesamte Pyro-System. Wir werden sie auf jedem einzelnen Pyro-Planeten sehen. Es ist nur so, dass Pyro 6 eine sehr dünne Atmosphäre hat, weshalb wir die Skybox besonders gut sehen. Und das war es dann mit der Vorstellung von Pyro, wie es geplant war und wie es sich aktuell in der technischen Entwicklung befindet.
Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, eine interessante Zeit mit diesem Video. Ich fand es sehr spannend zu sehen, was sich das Lore-Team, was sich CRG früher einmal ausgedacht hat und wie Pyro sich heute gestaltet. Und das sorgt bei mir persönlich für sehr großes Stirnrunzeln. Denn werden sie jetzt alles über den Haufen werfen, was sie sich einst ausgedacht haben? War die ganze Arbeit des Lore-Teams umsonst? Ich habe auch schon von Stimmen aus der Community gehört, die dann verteidigend sagten, ja, die haben sich dann eben mal eben die ganze Lore verändert, damit das alles schön passt. Ich weiß nicht. Also, als sich das alles erdacht wurde von CRG, da waren wir noch technisch auf dem Stand, dass wir ein Spiel kriegen sollten, wie wir es eben, was weiß ich, von Freelancer oder diesen alten Spielen kennen, wo die Planeten Objekte waren, die man aber nicht übergangslos dann ja benutzen konnte. Da konnte man dann bei bestimmten Landezonen herunterfliegen mit einer schönen Animation und dann hatte man ein separates Level, wo man herumlaufen konnte und dann ist man wieder rausgeflogen. Aber das ermöglichte eben auch diese tollen Visionen wie von Pyro 4, was von Pyro 5 verschlungen wird. Da kann ich mir vorstellen, dass Artists sich da die Hände gerieben haben, Grafiker, um das zu visualisieren und dann als einzelnes Objekt in den Weltraum zu bringen. Aber heute mit der Planetary Tech ist so etwas natürlich, ich will nicht sagen, das ist nicht realisierbar. Vielleicht ist es irgendwann mal realisierbar, ein Gasplanet, der einen anderen Planeten verschlingt. Aber aktuell kann ich mir eben vorstellen, dass es Grenzen des Machbaren gibt. Dennoch frage ich mich, warum weichen sie für Pyro so krass ab von dem, was die Lore eigentlich als Grundlage gelegt hat? Wäre es nicht viel einfacher gewesen, Pyro so zu bauen, wie es ursprünglich erdacht war, weil dann hätte man sich ja gar nicht diese ganze Mühe geben müssen mit diesen vielen bunten, kunterbunten Ponyhofplaneten, die wir aktuell dort bekommen. Es wäre doch, vielleicht hätten wir dann Pyro auch schon längst. Nein, hätten wir natürlich nicht, weil die technische Grundlage dafür fehlt. Aber es ist schon so ein bisschen, hat bei mir so ein, ja, wie gesagt, Stirnrunzeln gesorgt und ich habe mich gefragt, was soll das? Was machen die denn da? Tut das wirklich Not? Und ich glaube, der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist zweierlei. Zum einen haben wir schon seit jeher das Problem, dass CRG ursprünglich auch gesagt hat, sie werden Stanton so, wie es eigentlich final sein soll, nicht umsetzen können, weil dafür die Rechenkapazitäten der Server nicht ausreicht, weil sie dafür eben das Server-Meshing brauchen. Und das hat sehr, sehr, sehr lange Zeit gedauert. Sie mussten viel ausprobieren, viel forschen, um eine Lösung zu finden. Und auf der Umsetzung, wie sie es sich vorstellen, dass es funktionieren kann, auf dieser Reise befinden sie sich aktuell. Und der erste Schritt dazu ist das Persistent Server Meshing, das Persistent Entity Streaming, wo sie sich gerade in der Umsetzung befinden und ja, was für sich schon nicht wirklich einfach zu sein scheint, sonst würde 3.18 sich nicht so weit verschieben und sie versuchen uns dann eben mit weiteren 3.17 Subpatches interessiert und am Ball zu halten. Dann haben sie aber jede Menge Artists, die sollen ja nicht rumsitzen und Däumchen drehen. Und mein Verständnis für Pyro, wie sie es gerade entwickeln, ist, dass sie die Leute beschäftigt halten wollen und dass sie jede Menge Asset-Baukasten entwickeln wollen. Denn später, so ist mein Verständnis, wollen sie sich nicht mehr hinsetzen und ganz viel neu entwickeln, sondern sie wollen aus einem riesigen, riesigen Asset, aus einem riesigen Grafikbaukasten wählen und dynamisch neue Sonnensysteme generieren. Sodass die Geschwindigkeit der Erstellung eines neuen Sonnensystems dann vielleicht auch einfach mal dann irgendwann innerhalb von einem Quartal erledigt ist, vielleicht auch innerhalb von einem Monat. Das muss ja irgendwann mal wirklich Geschwindigkeit aufnehmen. Mein Verständnis. Also es kann nicht immer ein, zwei, drei Jahre dauern, bis ein neues Sonnensystem erstellt ist. Und deswegen verstehe ich es im Moment so, sie haben eine
einen Blocking Point, der heißt Technik. Das lösen sie gerade. Sie haben viele Grafiker, die beschäftigt werden müssen. Sie brauchen einen Baukasten, um später eben Sonnensysteme schneller dynamisch prozedural entwickeln zu können. Und deshalb kriegen wir gerade so ein kunterbuntes Ponyhof-Pyro, was, von dem ich mir vorstellen kann, weil es fehlt ja auch noch Technik, wie zum Beispiel Lava, Lavaseen, Lavameere, das können sie im Moment noch nicht darstellen, weil die Technik ist noch in der Entwicklung. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was wir hier jetzt gerade bekommen, nicht das Pyro ist, wie es sich später mal final gestalten wird, sondern dass sie es später auch nochmal umbauen werden. Aber da Pyro eben in direkter Nähe zu Stanton liegt, da sie ein PvP-System haben wollten, was ohne Recht und Gesetz da auskommt, wo sie vielleicht auch mal gucken wollen, wie entwickelt sich das dort, wenn man der Community freie Hand lässt, wenn man dort kein Recht und Gesetzsystem etabliert, sondern wenn die sich selber dort zurechtfinden müssen. Wie funktioniert dieses eigene Ökosystem? Und dafür wollten sie im Pyro haben, dieses ja, Piratensystem ohne Recht und Gesetz, um diese verschiedenen Aspekte eben zu testen. Und deswegen ist dieses System so, wie es sich derzeit gestaltet. Das heißt, sie haben Pyro ganz bewusst ausgewählt, vor dem strategischen, konzeptionellen Hintergrund, und sie lassen sich gerade ihre Grafiker austoben. Ich gehe aber jetzt erst einmal nicht davon aus, dass Pyro sich dann final wirklich so gestalten wird, wie wir es hier gerade sehen. Sondern das Ganze wird eher sein, ja, wie gesagt, eine Beschäftigungsmaßnahme für die Grafiker und eine Möglichkeit, ihre Grafikbaukästen weiter zu füllen, um später eben schneller prozedural Sonnensysteme erstellen zu können. Und letzten Endes fände ich es auch schade, dass sie auf der einen Seite eben sagen, unser Spiel soll so real wie möglich sein. Wenn man jetzt auf die ganzen Gameplay-Entwicklungen etc. guckt, dass das alles so, ja, wie gesagt, möglichst realistisch sich anfühlen soll. Und dann haben wir so ein tödliches System, was also ne, bedingt durch die Sonne eben so lebensfeindlich ist. Und dann haben wir da so tolle, bunte Planeten. Da gibt es andere Spiele, wo ich viele tolle, bunte Planeten habe, die es zu erkunden gilt. Und ich würde mich schon freuen, wenn wir auch hier diesbezüglich bei Star Citizen weiterhin eine quasi realistische Richtung gehen. Wie gesagt, meine Vermutung und meine auch Hoffnung ist, dass Pyro irgendwann nochmal redesigned wird, wenn alles funktioniert. Sie anfangen, weitere Systeme zu entwickeln und sie dann vielleicht sagen, gut, wir gehen jetzt nochmal zu Pyro zurück und bringen das System wirklich so ins Spiel, wie wir es ursprünglich gedacht haben. Ja. Wie ich schon im Video gebeten habe, schreibt eure Meinung dazu, eure Einschätzung dazu gerne mal in die Kommentare. Ich bin sehr neugierig, wie ihr, die Community, das aufgenommen habt, was dort entwickelt wird, ob ihr auch lieber, so wie ich, eine Annäherung an die Original-Lore hättet, wie ihr die Entwicklung generell betrachtet. Das finde ich alles sehr spannend. Bedanken möchte ich mich bei Sunja. Sunja hat mir beim Verständnis der Heatmaps geholfen, warum man Heatmaps stapelt und was das für Vorteile hat. Vielen, vielen lieben Dank. Einen Link auch zu dem aktuellen Projekt findet ihr, wo es um auch künstliche Intelligenz geht, in der Videobeschreibung. Kommt gerne auf meinen Discord dazu. Dort findet ihr jede Menge Informationen über Exkurse und auch meine kleine Kaffeetruppe, mit der ich so dann und wann einmal im Monat eine lustige Zeit habe und im Verse unterwegs bin. Wenn ihr dazukommen wollt, meldet euch in meinem Discord, dort im Personalbüro, und dann, genau, schalte ich euch frei und dann können wir zusammen ins Verse gehen.
Wenn ihr außerhalb meines Kanals auf dem Laufenden bleiben wollt, euch informieren über alles, was gerade aktuell ist, also nicht nur Gameplay, sondern auch Inside Star Citizen, Star Citizen Lives, die ganzen Newsletter, dann schaut rein bei PsychShot. PsychShot hat einen Streamplan. Dort seid ihr immer gut informiert, denn sein Kanal zeichnet sich dadurch aus, dass er, wie gesagt, nicht nur die Spielerlandschaft des Verse unsicher macht, sondern eben sich auch die ganzen Informationen anschaut, bespricht, und dort könnt ihr Fragen stellen, die dann beantwortet werden. Das gleiche gilt für den guten Stefan Fexi auf Twitch TV. Auch er immer am Start, spielt noch viel, viel mehr und andere Spiele außer Star Citizen, aber auch hier findet ihr alles, was mit Star Citizen, Technik und so weiter zu tun hat. Liebe Grüße, und Sitko möchte ich euch ans Herz legen. Der hat die Verse News und gibt einen kurzen, knackigen Überblick über alles, was gerade in der Community und im Verse passiert. Jeden Samstag kommen seine Verse News raus. Als Video auch hier seid ihr immer an der richtigen Adresse, um euch einen Überblick zu verschaffen, während es bei mir eben immer die ausführlichen Deep Dives in bestimmte Themen gibt, dann und wann. Wenn ihr ansonsten Fragen habt, Wünsche, wie gesagt, kommt gerne in meinen Discord dazu. Empfehlen möchte ich euch noch die Verse Night am jedem zweiten Dienstag im Monat, wo Mitch und ich häufig auch nette, spannende Gäste haben, chillige Musik. Sucht also auf YouTube die Verse Night und lasst ein Abo da. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, und ich freue mich auf eure Kommentare und freue mich dann auf, ja, das nächste Video, wenn wir uns dann wiedersehen. Und bis dahin eine gute Zeit, viel Spaß mit Star Citizen. Alles Gute, tschüss.